Hi und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag. Ich bin super, super aufgeregt, ja, denn ich habe etwas gekauft. Ja, und ihr werdet wahrscheinlich im Thumbnail bzw. im Titel vielleicht sogar schon sehen, was es ist. Ich weiß es noch nicht ganz genau, wie ich es diesmal mache, weil ich habe ja gesagt in dem Video über die Mods, die wir am Civic machen, dass ich jederzeit was ändern kann und dass ich absolut keine Ahnung habe, wann was irgendwie kommt. Und jetzt ist es soweit. Ja, also es ist etwas passiert, von dem ich sicher bin, dass es euch gefallen wird. Also ich bin mega hyped, denn ich habe was gekauft, habe ich ja gerade schon gesagt. Und ich glaube, ich fange jetzt auch gar nicht so viel an, wild herumzusubbeln, sondern ich würde sagen, wir fahren einfach mal hin und schauen es uns an. Ja, wir haben was abgeholt. Ich habe euch ja gesagt, ich habe was gekauft. Da ist das gute Stück, was wir gekauft haben, beziehungsweise was ich gekauft habe. Ein EJ6, ja, von einem guten Freund abgekauft. Für einen echt guten Kurs. Warum ich euch so lange auf die Folter spanne, zeige ich euch sofort. Plan für dieses Auto ist wahrscheinlich, das komplett auseinanderzunehmen und Einzelteile zu verkaufen. Ja, ich zeige euch aber jetzt mal den Grund, warum ich es gekauft habe. Also wir haben das gerade erstmal hier zu meiner Garage transportiert. Also der Civic steht quasi hinten auf der Straße. Ja, dann würde ich sagen, ich schiebe den nochmal kurz raus und dann sehen wir mal, warum ich den geholt habe. Bitte. So, der Grund ist folgender. Kimi, pop the hood. Ja, man muss auch hier... Ah, Moment. Ja, du weißt ja, wie es geht. Seht zu und lernt, ja? Hört mal, hier so etwas. Ja. Guck, dass das nur scharf ist. Ist scharf. Ich habe schon angekündigt, wir werden das Ding irgendwann, also den EJ9 irgendwann auf B16 swappen. Ich habe ein Spenderfahrzeug gekriegt, ja, wie man hier unschwer erkennen kann. Und das war es dann auch schon wieder mit dem heutigen Video. Wie ihr gesehen habt, ich habe einen EJ6 gekauft mit B16 A2 Swap. Der Swap kommt dann in den Civic rein, also in den EJ9 rein von mir. Nicht, weil ich den EJ6 nicht toll finde. Das Problem ist einfach, da ist extrem viel dran zu tun und ich habe weder Platz noch Zeit, das Auto fertig zu machen. Deswegen wird es auseinandergenommen, weil es sind einfach so viele Kleinigkeiten, die dann zusammenkommen und die machen das Ganze dann für mich zum Aufbau aktuell unattraktiv. Ich habe das Auto für den Motor gekauft. Ja, das Auto hat 1,5 gekostet, für die Leute, die es wissen möchten. Und wer weiß... was die Swaps kosten, weiß auch, dass das ein echt, echt guter Preis ist. Ich habe das Auto von einem Freund abgekauft, heißt also, war ein bisschen Sonderpreis für mich quasi. Ich bin sehr, sehr aufgeregt und ich freue mich super auf das Projekt und ich hoffe, euch geht es genauso und ich hoffe, ihr habt genauso viel Bock darauf wie ich. Der Swap kommt jetzt nicht sofort rein, also bitte nicht damit rechnen, dass der nächsten Monat fertig ist, sondern es wird mit Sicherheit noch ein ganzes Jahr dauern wahrscheinlich. Ich weiß es noch nicht, es kommt darauf an, wie schnell ich alle Teile dann zusammenkriege, die Bremsen reinbekomme etc. Und ja, in dem Auto selber sind noch Teile im Kofferraum. Das heißt, das werde ich mir dann auch nochmal in Ruhe angucken und dann werde ich langsam anfangen
zu schauen, was brauchbar ist und was man für wie viel ungefähr verkaufen kann. Also ein paar Sachen wurden auch schon quasi vorbestellt. Ja, also haben Kollegen dann bei mir schon reserviert. Das heißt, es wird auch jetzt in Zukunft ein paar Videos vom EOS 6 geben, wie wir den auseinandernehmen. Und dann hoffe ich schon, dass vielleicht nächsten Monat der Motor raus kann, sodass der Civic, also der EOS 9, wieder in die Garage kann und der EOS 6 vielleicht langsam, aber sicher schon seinen Weg aus der Garage rausfindet. Aber es wird sich dann alles zeigen. Ich habe auf jeden Fall richtig, richtig Bock drauf. Und ich hoffe, das Warten hat sich für euch gelohnt. Ja, also das letzte Video ist ja jetzt schon ein paar Tage her. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse drum, aber ich glaube, das hat sich echt gelohnt. Ja, ich würde sagen, das war's dann und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denn!